Als junger Mensch weiß man noch nicht so genau, wo die Reise hingehen soll. Da ist es Gold wert, wenn man endlich eine tolle Ausbildung gefunden hat und die Ausbilder und Kollegen immer für einen da sind, Fragen beantworten und uns unterstützen, wo immer sie nur können. Mein Name ist Jona und ich habe mit meinem Gesellenstück den 2. Platz bei der guten Form gewonnen. Egal, ob es um technische Details ging oder um praktische Tipps, meine Ausbilder haben mir geholfen, meine Fähigkeiten zu verbessern und mich stets ermutigt, über mich hinauszuwachsen. Es hat mir nicht nur geholfen, meine Ausbildung erfolgreich zu meistern, sondern hat mich auch zu einem besseren Handwerker gemacht. Die Krönung meiner Ausbildung war, dass ich mit meinem Gesellenstück den 2. Platz bei der guten Form belegt habe. Ich habe mich für einen schlichten Schreibtisch entschieden, der größtenteils aus Massivholz gefertigt ist. Der Korpus ist komplett auf Gärung gefertigt, auch die Schubladen schlagen auf Gärung ein. Die Seitenteile des Schubkastens sind mit einer offenen Schwalbenschwanzzinkung verbunden. In dem Schubkastendoppel ist eine Griffmulde mit Klappe eingelassen. Und das bedeutet, dass die Griffe flächenbündig in meinem Gesellenstück eingebaut sind. Die Klappe lässt sich durch Einsteckbänder öffnen und ein Lederriemen verhindert das Überklappen. Der Tablauauszug dient als Schreibfläche und wird mit einer Ledereinlage geziert. Bei dem Gestell handelt es sich um ein Zargengestell, welches mit einem durchgestemmten Schlitzenzapfen verbunden ist. Bei dem Material habe ich mich für Eichenholz entschieden, da dies schlicht und zeitlos ist und hoffentlich auch noch in 20 Jahren zu meiner Einrichtung passen wird. Der Schreibtisch war auf jeden Fall eine große Herausforderung, aber hat dennoch extrem viel Spaß gemacht beim Bauen. Ich hatte hier 3 wirklich tolle Jahre. Auch wenn ein Teil davon während der Pandemie war, war die Gemeinschaft und der Zusammenhalt außergewöhnlich. Aber umso mehr hat man sich auf die Zeit danach und die tollen Feste, die Hufhaus veranstaltet hat, gefreut. Mir werden auf jeden Fall die Azubi-Events gut in Erinnerung bleiben. Da man im Alltag ja doch nicht immer alle zu Gesicht bekommt, ist es eine schöne Möglichkeit, sich zu treffen, auszutauschen und Zeit miteinander zu verbringen. Das stärkt den Zusammenhalt und ist meiner Meinung nach gerade in jungen Jahren extrem wichtig. Wenn ich auf meine Zeit bei Hufhaus zurückblicke, wird mir klar, dass dies viel mehr als einfach nur eine Ausbildung war. Ich habe mich hier so wohl gefühlt, dass ich auf jeden Fall bei Hufhaus bleiben werde. Ich möchte meine Fähigkeiten hier weiter ausbauen und irgendwann mein Wissen an die jüngere Generation weitergeben und ihnen so helfen, wie mir hier geholfen wurde. Solltest du noch Fragen zur Ausbildung bei Hufhaus haben, dann schreib sie einfach in die Kommentare und wenn du Bock auf eine Ausbildung bei uns hast, dann bewirb dich ganz unkompliziert auf unserer Website. Dort findest du auch noch weitere Informationen zum Betrieb und zu der Ausbildung. Die Links dazu findest du wie gewohnt in der Infobox. Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Ciao.